Der unbekannte Putin. So, verehrte Zuschauer, lautet der Titel eines fast zweieinhalbstündigen Dokumentarfilms, der bislang unbekannte Zusammenhänge und Hintergründe in Russlands Geschichte aufzeigt. Haben Sie gewusst, dass Russlands Erdölfelder den Russen noch bis vor kurzem keinen Gewinn einbrachten? Wussten Sie, dass das russische Erdöl jahrzehntelang direkt nach Amerika floss und Russland für den Abtransport des eigenen Erdöls, statt an ihm zu verdienen, sogar noch bezahlen musste? Solche und einige andere Neuigkeiten werden auszugsweise als erster Teil im nachfolgenden Dokumentarfilm »Der unbekannte Putin« gezeigt. Wer 1 Stunde und 6 Minuten Zeit zum Lernen findet, möge sich den Dokumentarfilm »Ein näherer Blick auf Putin« ansehen, den wir ebenso anschließend ausstrahlen. In beiden Filmen lernen Sie Seiten von Wladimir Putin kennen, die Ihnen von den Massenmedien wieder besseres Wissen vorenthalten werden. Wie sieht das Gesicht von diesem Menschen heute aus? Ein sehr interessantes Gesicht. Für alles verantwortlich. Von 2000 bis 2010. Für alles verantwortlich. Wie waren Sie diese Jahre für diesen Menschen? Weiß das jemand außer ihm selbst? Wer hat die ganze Gesetzgebung in den 90er Jahren geschrieben? Die Erstellung aller Gesetze inklusive des Steuergesetzes wurde durch ausländische Zuschüsse finanziert. Wir haben die Ressourcen von Russland erst 2004 unter nationale Kontrolle bekommen. Und davor waren sie nach dem Production Sharing Agreement nicht einmal in russischer Jurisdiktion. Aber nicht alle natürlich. Und erst 2004 wurde dieses Gesetz aufgehoben. Hätten wir das nicht gemacht, könnten wir überhaupt nicht vom Ölpreis profitieren. Die Einnahmen von Erdöl würden nicht ins Budget fließen. Die Erstellung der ganzen Gesetzgebung von Russland wurde durch ausländische Zuschüsse finanziert. Ich habe das nicht gewusst, bis ich das vom Vorsitzenden des Komitees für wirtschaftliche Politik erfuhr. Alle Gesetze durch ausländische Zuschüsse, die wichtigsten Gesetze. Das heißt, die Amerikaner haben für uns Gesetze geschrieben, unter anderem was Erdöl anbelangt. Wir haben ein typisches Gesetz für Schwellenländer verabschiedet, das Production Sharing Agreement. Das ist ein Kolonialgesetz für Dritte Weltstaaten. Es ist wichtig zu verstehen, die erste Entscheidung, sich dem Gesetz zu widersetzen, trafen wir 2003. Die ersten Abmachungen wurden schon damals und die wichtigsten am 1. Januar 2004 aufgehoben. Und was sehr wichtig ist, die Profite durch Erdöl kamen Russland im vollen Umfang erst ab 2004 zugute. Vorher haben wir von jedem Dollar weniger als 20 Cent bekommen, von jedem Erdöldollar. Und alle haben geschwiegen. In den 90er Jahren haben wir einen Wechsel der politischen Elite erlebt. Das heißt, Jelzin brauchte die amerikanische Unterstützung im Kampf gegen Rasbulatov und Rutskoy. Und nicht weniger gegen regionale Eliten von Tatarstan, Baschkirien und Jakutien. Ganz zu schweigen von Tschetschenien und Inguschetien, das ohne Abkommen gelebt hat. Tatarstan und Baschkirien haben ja auch Erdöl, das Production Sharing Agreement. Was ist das PSA-Gesetz? Ein Mann, ein einziger Mann, Wladimir Putin, hat es vermocht, die Situation grundlegend zu ändern. Warum hat Russland sein Erdöl, das Erdölgeld verloren? Scheinbar der wichtigste Bestandteil von unserem Budget, Erdöl, Gas und Waffenhandel. Heute werden wir ein überraschendes Gespräch führen. Faktisch ist es ein Gespräch darüber, wie schlecht wir diesen Menschen und seine Leistungen kennen. Und sein Name ist Wladimir Putin. Die Budgetverluste durch das PSA-Gesetz betrugen 2/3 vom ganzen Budget. Unser Land hat ungefähr im Jahr 2000 begonnen, dagegen zu kämpfen. Der offizielle Sieg wurde 2004 errungen. Das heißt, erst nachdem Putin an die Macht kam, fing der Kampf an. Natürlich. Und davor waren alle Naturressourcen nach dem PSA-Gesetz nicht in russischer Jurisdiktion. Das heißt, die Ressourcen waren quasi nicht russisch. Die Verluste betrugen 2/3 vom ganzen Budget. Die Renten waren damals 3-mal niedriger als jetzt. Alle Staatsausgaben waren 3-mal niedriger als jetzt. Die Erdölgelder blieben im Ausland. Sie kamen nicht einmal in die russische Jurisdiktion und Wirtschaft. Sie wurden zu ausländischem Eigentum, sobald Erdöl befördert wurde. Sie waren laut dem PSA-Gesetz gar nicht russisch.
Als du vor einem Jahr erzählt hast, dass Russland 10 Jahre lang keine einzige Kopeke von diesem Erdöl abbekommen hat, standen alle unter Schock. Ja, das stimmt, weil das PSA-Gesetz in Kraft war. Man hat irgendwie nicht gewusst, dass vor Putin das russische Erdöl, auf das wir so stolz sind, Russland nicht ernährt hat. Ich habe eine Frage. Das ist eine grundlegende Sache. Woraus setzt sich das Budget zusammen und wer hat unser Geld all die Jahre gestohlen? Praktisch stellt sich heraus, dass wir bestohlen wurden. Und was hat Putin gemacht? Und hier ist meine Frage, wenn das eine grundlegende Sache ist, warum wir von Putins Rolle, von seiner Arbeit immer noch nichts wissen? Die Menschen verstanden nicht, dass Politik auf ihr Leben keinen geringeren Einfluss als die Familie nimmt. In jedes Haus kommt Politik in Gestalt von Rente, Lohn, Lebensstandard und Sicherheit des Landes. Wenn die ganzen Erdölgelder, Dutzende, Hunderte von Milliarden im Ausland blieben, wie groß muss das Risiko für Putin gewesen sein? Unter anderem auch das internationale Risiko. Wie unzufrieden manche waren. Das zustande gekommene Risiko. Davon reden wir später. Kannst du mir unseren damaligen Zustand erklären? Erstens, die Propaganda läuft, und zwar so, dass die Spitze der Propaganda gegen uns gerichtet ist. Das versteht man nicht. Bei uns versteht man nicht, dass der russische Staat von amerikanischen Beratern geschaffen wurde. Du hast gesagt, dass die Erstellung unserer wirtschaftlichen Gesetze durch amerikanische Zuschüsse finanziert wurde. Die Erstellung von allen grundlegenden Gesetzen wurde dadurch finanziert. Die Erstellung aller Geschichtslehrbücher wurde durch amerikanische Zuschüsse finanziert. Das war von 1992 bis 1995. Der Staatsapparat von Russland wurde von amerikanischen Beratern erschaffen. 10.000 Menschen arbeiteten in unseren Behörden an der Erschaffung des russischen Staates. In allen wirtschaftlichen Ministerien haben sie gearbeitet. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen und ich habe sogar den Präsidenten Putin gezeigt. Die Sponsorhilfe von Soros, das waren gewöhnliche Schulhefte. War das nach dem Skandal mit den Schulbüchern, die Soros veröffentlicht hat? Ja, aber das war eine ideologische Verfälschung, als der Schlacht um Stalingrad nur 3 Zeilen und den Treffen an der Elbe ganze 4 Seiten gewidmet waren und dass die Amerikaner den 2. Weltkrieg gewonnen hätten. Ja, aber da ging es um was anderes. Und zwar, das ist ein normales Heft, aber auf der Kehrseite des Heftes stand kein 1x1, kein Text der Staatshymne, sondern dort waren 4 amerikanische Präsidenten abgebildet. 4 Porträts. Warum müssen amerikanische Präsidenten auf dem Schulheft eines russischen Schulkindes abgebildet sein. Das war natürlich kein einzelnes Heft, sondern 100.000 Stück. War Putin erstaunt? Ja, er war erstaunt. Hieran seht ihr, so wird Politik gemacht. Wie kam es dazu, dass das russische Erdöl plötzlich komplett zum ausländischen Eigentum wurde? Lass uns nicht eilen, lass uns das PSA-Gesetz am Beispiel von Sachalin erklären. Sachalin war das letzte Abkommen. 260 wurden widerrufen. Sie basierten auf der Basis des Gesetzes, das vor Putin in den 90er Jahren verabschiedet wurde. Das heißt, das ganze Erdöl, Gas, Metalle, alle Naturressourcen, alle 262 Vorkommen nach diesem rein kolonialen Schema gingen ins Ausland. Das heißt, uns wurde alles, Metall, Gas, Erdöl, entzogen. Absolut, es gibt ein Vorkommen, aber es befindet sich in einer fremden Jurisdiktion. Es ist zwar auf dem russischen Territorium, aber es ist quasi nicht da, als wäre das Vorkommen rausgeschnitten und weggebracht worden. Ich muss ehrlich sagen, ich habe damals nichts gewusst. Und du? Du warst ja Vizepremierminister. Hast du gewusst, dass es so schlimm mit dem Erdöl aussieht? Ich war mit einer Regierungsdelegation in Saudi-Arabien. Mit dabei war der Minister für Erdöl und Energetik, Shafranik. Als wir gesehen haben, wie man in Saudi-Arabien mit Erdöl umgeht, habe ich ihn gefragt, wer ist bei dir im Ministerium für Verkauf von Erdöl zuständig? Er hat mir die Zahl 169 genannt. Das waren die Subjekte. Unter diesen Subjekten gab es großartige Kabarettisten, Sängerinnen, alle beschäftigten sich mit Erdöl. Und obwohl Shafranik dagegen aufgetreten ist, vergrößerte sich die Liste von diesen Leuten immer mehr. Das Erdöl wurde verschleudert. Man muss bedenken, dass es damals ziemlich wenig davon gab. Und bevor Putin Präsident wurde, habe ich gesagt, man muss alles in diesem Land in Ordnung bringen. Sowohl Erdöl und Gas als auch Staatswesen. Was Putin gemacht hat, war eine fundamentale Arbeit. Warum hat Jelzin solche Entscheidungen getroffen? Er hatte keine Wahl.
dass solche aneinander verknüpften Dinge, die in Russland nicht erforscht werden, ohne internationale Unterstützung gab es Jelzin als Politiker überhaupt nicht. Man nahm einfach das russische Erdöl und Gas und hat nichts dafür bezahlt. Gar nichts? Gar nichts. Wir bekommen jetzt gar nichts, obwohl Erdöl seit einigen Jahren gefördert wird. Und wenn sich die Unkosten erhöhen, werden wir noch weitere 10 Jahre nichts bekommen. Schauen Sie sich die zusätzlichen Ausgaben an. Fast ums Zweifache wurden die Ausgaben für juristische Dienstleistungen erhöht. Fast ums Zweifache wurden die Ausgaben fürs ausländische Personal erhöht. Fast ums Zweifache wurden die Ausgaben für Geschäftsreisen erhöht. An dieser Stelle muss man bedenken, damit Russland sein Erdöl nicht bekommt, wurden die Ausgaben der Sakhalin Energy ständig erhöht. Dazu gehörten der ums 40-fache erhöhte Preis von Wohnungen für die Mitarbeiter des Unternehmens in der Stadt Juschno-Sachalinsk, Flugtickets, Abstecher mit Mädels am Wochenende und sogar ein Blasmusikkonzert in Korsakow. Für das alles haben wir mit Erdöl bezahlt. Ja klar, weil das PSA-Gesetz, wenn ausländische Unternehmen auf unsere Shelves kommen, Shell vor allem, ein britisches Unternehmen, das bedeutet kein halbe-halbe Prinzip. Nein, das hieß, sie kompensieren sich alle Unkosten durch unser Erdöl und was übrig bleibt, gehört uns. Und als Unkosten haben sie alles, was man durfte und nicht durfte, gelten lassen. Unser Budget ist durch das Abschaffen von dem PSA-Gesetz 3- bis 4-mal größer geworden. Allein durch die Liquidation von PSA. Deswegen denke ich, Putin ist nicht nur ein Präsident oder Anführer, er ist der Anführer der nationalen Revolution. Er persönlich hat alles riskiert. Wie meinst du das? Hat er sein Leben riskiert? Natürlich. Ausländische Geheimdienste können leicht den Präsidenten eines anderen Landes umbringen. Moment, Gaida Aliyev und kein anderer hat uns Journalisten erzählt, wie in Aserbaidschan ein Attentat auf Putin vereitelt wurde. Wir wollten keine Werbung für uns machen, deswegen haben wir nichts groß erzählt. Der FSB, der russische Geheimdienst, weiß es. Schon bevor Putin hierher kam, wussten sie, welche Maßnahmen ergriffen worden sind, welche terroristischen Mittel dem Attentäter weggenommen worden sind. Das war die anstrengendste Operation, die das Sicherheitsministerium von Aserbaidschan in diesem Jahr durchgeführt hat. Dieser Mensch ist irakischer Staatsbürger. Sein Name ist Kanan Ahmed Rostam. Seine weiteren Namen lauten Abdurrahman Buhari, Abu Said Al-Ghurdi, Kanan Magomedov. In der terroristischen Szene kennt man ihn unter diesen Spitznamen. Der echte Name von ihm ist Kanan Ahmed Rostam. Er wurde in Afghanistan und Tschetschenien ausgebildet. Also der Iraker weist eine Spur nach Tschetschenien auf. Zum Terroristen wurde er in Afghanistan ausgebildet. Später hat er an der Seite von Tschetschenen gekämpft. Wann der Plan ausgereift war, ein Attentat auf Wladimir Putin zu verüben, ist schwer zu sagen. Er hatte ein ganzes Arsenal von Sprengstoffen. Das war ein komplexes System, das eine Verbindung zwischen dem übertragenden und empfangenden oder sprengenden Teil herstellt. Unseren Spezialisten war ein ähnliches selbstgemachtes System vorher unbekannt. Und wie wollte er den Präsidenten von Russland in die Luft sprengen? Wissen Sie, diese Geräte funktionieren mit Hilfe von Handys. Es wird nach dem Signal zum Beispiel von Baku aus, das heißt in Reichweite von einem Funknetz, einprogrammiert. Das heißt, das Gerät kann ferngesteuert werden. Wollte er Putin hier in Baku während seinem Besuch töten? Ja, während dem Besuch, nach unseren Informationen. Es wurde ein Bursche festgenommen, der Putin hätte umbringen sollen. Er wurde inhaftiert, später hat er lebenslänglich bekommen. Mittlerweile sitzt er in einem Lager bei Baku. Warum hat sich niemand außer Aliyev und Namik Abazov dazu geäußert? Es ging um den Mord an Wladimir Wladimirovich Putin, dem damaligen Präsidenten von Russland. Hat jemand den Iraker im Lager besucht, um die Details herauszukriegen? Der Junge mit tschetschenischem Hintergrund wollte doch immerhin Putin umbringen. Und wir haben nichts gewusst. Angeblich mit tschetschenischem. Denn Tschetschenien, Dagestan und die ganzen anderen Terrorzellen waren ein komplett ausländisches Projekt. Делается
Aliyev äußerte sich dazu. Hast du damals eine einzige Zeile über das Attentat auf Putin gesehen? Darüber hinaus, als wir dieses Material einem Sender angeboten haben, ich will jetzt den Namen des Senders nicht nennen, hat man die Stelle mit Gaida Aliyev rausgeschnitten. Dieses ganze Fragment, als hätte es kein Attentat auf Putin gegeben. Sie haben einfach eine Schere genommen und die ganze Stelle vor der Ausstrahlung zensiert. Wie Berezovsky gesagt hat, das war ein gesteuertes Chaos. Ich habe diese Zahlen nicht gekannt. Als Putin das PSA-Gesetz abgeschafft hat, vergrößerte sich der Staatshaushalt um das 3- bis 4-fache. Und die Einnahmen von Erdölsteuern nach dem Yukos-Fall um das 80-fache. Ums 80-fache. Der Grund dafür war, dass die Unternehmen nach dem Yukos-Fall einfach angefangen haben, wie es sich gehört, nach russischen Gesetzen Steuern zu zahlen. Sie wollten gar nichts zahlen. Natürlich nicht. Yukos, also Chodorkowski, auch nicht. Chodorkowski hat in seinem Brief aus dem Totenhaus, eine Anspielung auf das Buch von Dostojewski, Aufzeichnungen aus dem Totenhaus, ganz klar gesagt, Russland ist ein Jagdgebiet. Warum wissen wir davon gar nichts? Die sind doch nicht nur Diebe, sondern auch Mörder. Auf dem Konto von Chodorkowski sind Dutzende von Toten. Manche sprechen von 72 Menschenopfern. Wir reden jetzt nicht von den Killer-Ehegatten Gorins, die in Tambov getötet wurden. Man hat nicht einmal ihre Leichen gefunden. Nein, wir sprechen von der Volksartistin von Russland, Regisseurin Svetlana Vragova. Chodorkowski hat versucht, sie zu beseitigen. Und wie durch ein Wunder hat sie überlebt. Sie ist künstlerische Leiterin des Theaters Modern. Am Anfang der 90er hat Chodorkowskis Bank Vinatep aktiv Immobilien erworben. In Pokrovka, in der Kolpatschny-Gasse, sind einige Menschen umgebracht worden. Aber die Schuld von Chodorkowski konnte nicht nachgewiesen werden. Der Mord an Alexander Konchatov, der Fall von Svetlana Vragova, die Zwangsräumung von der Arbeitsbeschaffungsorganisation Neue Initiative. Chodorkowski hatte es auf den Bezirk in der Nähe von der Kolpatschny-Gasse abgesehen. Das Interessanteste, das Bezeichnendste war, am Boden lag ein Buch von Maria Knebel, der Schüler und die Schülerin. Und auf dem Bild von ihrem Gesicht, das darauf abgedruckt war, war ein schrecklicher schwarzer Fußabdruck. Hat Chodorkowski zugegeben, dass er das veranlasst hat? Er hat sich später bei mir entschuldigt. Er hat es zugegeben. Er sagte, um Gottes Willen, verzeihen Sie mir, ich habe nicht gewusst, dass Sie das sind. Also hat er praktisch eingeräumt, dass dies sein Werk war. Natürlich. Und der Mord am Nachbarn? An Alexander Konchatov. Hier steht das Gebäude der Bank Menatep und etwas weiter im Hof steht dieses Haus. Wie lange hast du in dem Haus gewohnt? Ungefähr 10 bis 15 Jahre. Und sie haben alle außer euch zur Räumung gezwungen? Ja, alle sind ausgezogen und ich nicht. Sie kamen zu mir ins Theater und haben versucht, einen Deal mit mir zu machen. Ich sagte zu denen, lasst mich in Ruhe. Dann haben sie verstanden, dass es nicht klappen wird. Eines Tages kam ich nach Hause. Vor meinem Haus standen mit Maschinenpistolen bewaffnete Männer. Als ich aufblickte, stellte ich fest, dass die Fensterrahmen ausgetauscht worden sind. Der Kühlschrank hat gefehlt und die Eingangstür stand offen. Ich habe sie ganz naiv gefragt, wo sind die Fensterrahmen? Was ich später sah, sehen Sie jetzt. Ich stand komplett unter Schock. Ähnliches sieht man wahrscheinlich in Tschetschenien, nachdem eine Bombe eingeschlagen ist. Die Wände wurden durchgebohrt, sämtliche Möbel fehlten, die Bibliothek war weg. Dieses kleine Büchlein hat anscheinend niemand gebraucht. Ich muss sagen, ich habe niemals vorher den Zustand der Schwerelosigkeit erlebt, wenn du nicht verstehst, ob du auf Erden oder im Himmel bist. Also der Bezug zur Realität verschwindet vollkommen. Wir brachten eine Kamera, aber die bewaffneten Männer wollten uns nicht reinlassen. In meine Wohnung. Sie sagten, wir wissen gar nichts. Es haben ukrainische Arbeiter die Tür aufgesperrt und alles weggebracht. Das Schrecklichste an dieser Geschichte war, dass niemand helfen wollte. Ich ging zur Polizei. Da sah ich einen Polizisten, der seinen Bauch gekratzt hat. Der Bauch ragte weiter heraus, als man es gewohnt ist. Nebenan stand ein uralter Mercedes, den er wahrscheinlich kurz davor geschenkt bekam. Der Polizist hat mich ausgelacht, während ich ihm erzählt habe, ich hatte eine Wohnung, jetzt habe ich gar nichts, weil alles gestohlen wurde. Er sagte, gehen Sie vor Gericht. Ich ging zu einem Rechtsanwalt, der wollte mir aber auch nicht helfen. Ich war in einem komischen Zustand. Wie gefällt dir die Geschichte von Svetlana Vragova? So hat sie ihre Wohnung verloren. Chodorkowski hat die Wohnung gestohlen.
Man hatte den Eindruck der Narrenfreiheit, die in den 90er Jahren immer größer wurde. Das war die Zeit, als einige dachten, dass man alles darf. Das waren die 90er. Und jetzt? Jetzt kommen wir zurück zum Erdöl. Sag mir bitte, dein Buch »Wofür sitzt Chodorkowski?« wurde wenigstens einmal wieder veröffentlicht. Es wurde nur einmal veröffentlicht. Wie groß war die Auflage? 5000. Im Prinzip ist es keine kleine Auflage. Ich will dich jetzt auf keinen Fall beleidigen, aber kannst du mir sagen, wie viele Artikel weltweit, die dem Fall von Chodorkowski gewidmet waren, erschienen? Viel mehr als 5000. Und wurden wenigstens in einem Artikel die Namen der Chodorkowski-Opfer genannt? Solche wie Konchatov, Vragova? Chodorkowski brauchte das Gebäude, in dem die Wohnung von Vragova war, weil seine Bank im selben Hof war. Wenn ich wegziehen wollte, wurde getötet. Vragova weigerte sich, man hat sie beraubt. Sie hatte Glück, dass sie vermochte, irgendwelche Leute aus dem Kriminalmilieu zu finden, die Chodorkowski gekannt haben. Ich war im Theater in meinem Zimmer, es war 0.30 Uhr. Ich hatte außer einer Datscha kein Zuhause mehr. Ich rief Konstantin Schabakow an, er war erster Stellvertreter des Kultusministers. Er sagte, Svetlana, ich kann dir nicht helfen. Ich habe aufgelegt. Eine halbe Stunde später hat er aber wieder angerufen. Er sagte, ich habe hier jemanden vor mir. Dann ging die Geschichte los. Du sollst einen Alexander Sergejewitsch mit dem Handy anrufen. Ich habe ihn nie gesehen. Ich hatte auch kein Handy. Ich ging zu bekannten Geschäftsmännern, die haben mir so ein Handy gegeben. Dann plötzlich kam die Stimme. Hallo, Freunde meiner Freunde sind auch meine Freunde. Als ich ins Theater kam, kam ein Anruf von der Menatep Bank. Sofort? Ja, sofort. Und wer war dieser Alexander Sergejewitsch? Das blieb unbekannt. So war Chodorkowski gezwungen, Vragova eine Wohnung zu kaufen. Die anderen wurden aber im Treppenhaus erschossen. Hat man ein Strafverfahren wegen dieser Vorfälle eingeleitet? Nein. Warum nicht? Weil zu der Zeit Geld wichtiger als Gewissen war. Und heute, ich wiederhole es nochmal, der Mann, der lebenslänglich für das Attentat auf Putin bekommen hat, jeder kann ihn interviewen, interessiert aber niemanden. Dein Buch ist auch uninteressant. Es werden keine Neuauflagen gedruckt. Warum ist es für uns so uninteressant? Und das Erdöl, dass die Steuereinnahmen nach dem Fall von Yukos ums 80-fache gestiegen sind, dass der Staatshaushalt nach der Abschaffung des PSO-Gesetzes sich ums 3- bis 4-fache vergrößert hat, und weiß man, wie Menschen auf Sachalin gelebt haben, bevor Putin in die dortige Situation eingegriffen hat? Der Staatshaushalt wuchs um das 3- bis 4-fache. Wir wissen aber nichts davon. Anscheinend spüren wir das. Warum ist es uninteressant? Ich denke, die Leute sind übersättigt mit Informationen. Ach wirklich? Weil die Wahrheit nicht das ist, was sie ist, sondern was für Wahrheit erklärt wird. Das ist eine Eigenschaft einer satten Gesellschaft. Dass man sich für die Wahrheit nicht interessiert? Ja, man interessiert sich vielmehr für Konsum, Gesundheit letzten Endes. Ich glaube allerdings nicht, dass das so schlimm ist. Jetzt nochmal zurück zum Jahr 2003, Sachalin. Was ging dort genau vor sich? Wie Menschen, russische Staatsbürger dort gelebt haben. Dort, wo es so viel Erdöl und Erdgas gibt, als Menschen in unbeheizten Wohnungen gelebt haben. Heißes Wasser gab es hier seit 1980 nicht mehr. Seit 1980? Nie, nie gab es das. Und zahlen Sie alle Nebenkosten? Ja, natürlich. Ich musste meine Wohnung verlassen, weil es nicht mehr ging. Auf Sachalin beheizt man seit 4 Jahren nicht mehr. Wir heizen mit kleinen Heizungsanlagen, aber die sind sehr teuer. Wir alle wohnen in einem Zimmer. Alles ist zu. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich mich zuletzt ausgezogen habe. Man muss sich aber irgendwie waschen. Ich fühle, dass ich keine Lust zu leben habe. Das hat man im Jahr 2003 aufgenommen, als Sachalin erfror. Wir befinden uns jetzt vom Kindergarten Ryabinka. Kinder können sich unmöglich in diesem Kindergarten aufhalten. Die Temperatur drinnen beträgt 1 Grad Celsius. Das geht ja nicht. Meine Tochter geht in die Kunstschule für Kinder. Gestern, als wir kamen, betrug die Temperatur dort 1 Grad Celsius. Für Kinder ist es unerträglich. Wenn sie durch den Flur laufen, rutschen sie aus. Die Lehrer hätten eigentlich ein Denkmal für ihre Leistung verdient. Als Sachalin erfror, transportierten Shell und andere Unternehmen von dort aus das russische Erdöl weg. Der Staat hat angefangen, den Außen- und Innenmarkt zu kontrollieren, insbesondere den Verkauf von Erdöl. Ja, das ist immer noch dieselbe Frage.
Um welchen Preis hat Putin das geschafft? Nun zeigen wir noch einen Ausschnitt aus unserer Sendung von 2003. Sachalin erfriert, aber wir schulden den Amerikanern, die unser Erdöl nach dem PSA-Gesetz wegtransportierten, Millionen von Dollar. Das ist eine interessante Frage und es ist gut, dass sie immerhin von jemandem gestellt wurde. Man muss die Bedingungen vom Production Sharing Agreement bezüglich Sachalin 1 und Sachalin 2 lesen, die anscheinend vorher von niemandem gelesen wurden. Schreckliche Bedingungen für Russland. Ja, schreckliche kriminelle Bedingungen, besonders was Sachalin 2 angeht. Wie viel verlieren wir durch diese Abkommen, wir die Russische Föderation? Momentan schuldet Russland den Amerikanern über 700 Millionen Dollar. Wir schulden den Amerikanern noch Geld, nachdem wir ihnen auf unserem Shelf zu arbeiten erlaubt haben? Ja, wir schulden ihnen Geld. Das Land ist mit 723 Millionen Dollar im Minus. Wofür? Das ist doch unser Erdöl. Sie haben doch daran verdient. Ich kann das nicht verstehen, warum wir diese Summe schulden. Fast 1 Milliarde Dollar. Ramazan, ich kann mich gut an dieses alte Gespräch erinnern. Wir haben das wahre Volksdrama gezeigt. Das Drama von den Leuten, die ihr Eigentum abgegeben haben. Und dafür, dass sie es abgaben, erlitten sie noch zusätzlich Verschuldung. Und sie selbst mussten frieren, sowohl Kinder als auch Erwachsene. Man sagt, die halbe Stadt wird zentral beheizt, diese Hälfte aber überhaupt nicht. Rohre wurden zwar verlegt, aber die sind nicht isoliert. Von denen kommt keine Wärme. Wasser gibt es nur im Erdgeschoss und ein wenig im ersten Stock. Der Rest hat kein Wasser. Welche Temperatur ist drinnen? Die Wärme wird durch Elektrizität aufrechterhalten. Es gibt solche, die ehrlich Stromrechnungen bezahlen und solche, die den Strom nicht bezahlen, weil das Leben sie dazu zwingt. Manche haben 3 Kinder. Versuchen Sie mal bei dem Frost Wäsche für Kinder zu waschen. Der Strom ist teuer. Während die Leute die Wärme gestohlen haben, haben die amerikanischen Unternehmen unser Erdöl im Rahmen des Abkommens Sachalin 2 gefördert und wegtransportiert. Und 2004 schuldete Russland obendrein den Amerikanern 1 Milliarde Dollar dafür, dass sie unser Erdöl förderten und wegtransportierten. Das klingt wild, aber genau so war das. Das war eine Tragödie. Die Leute haben vergeblich nach der Antwort auf die Fragen gesucht, die sie sich damals aufwarfen. Jelzin hat geschwiegen. Ich möchte das noch einmal betonen. Selbst im okkupierten Irak gibt es gewisse Mächte, die zugeben, dass es eine Schande ist, dass alle Ressourcen den Amerikanern nach dem PSA übergeben worden sind. Erinnern Sie sich an die Äußerungen, dass Russland ein armes Land sei, es tauge zu nichts, wir hätten keine Technologien, wir würden niemals Geld haben. Im Klartext, die wichtigste Aufgabe von Russland besteht darin, sich zu ergeben, sich sozusagen herzugeben. Unter anderem hatte man eine Idee. Darunter waren einige aus der Partei Yabloko, zu der ich mal gehörte, in Umlauf gesetzt, dass in 10 Jahren Erdöl von niemandem mehr gebraucht werden würde. Versteht ihr denn gar nichts? Jetzt ist die thermonukleare Synthese angesagt. Man müsste so schnell wie möglich unter beliebigen Bedingungen Erdöl loswerden, weil es schon morgen nicht mehr abzusetzen wäre, da es niemand mehr braucht. Hat Jawlinski das wirklich geglaubt? Die 49 Jahre, die ich lebe, erlauben mir zu behaupten, dass es keine Idioten in der Regierung gibt, nicht einmal in ihrer Nähe. Ich habe mich mit Sachalin 2 beschäftigt. Ich glaubte und glaube immer noch, dass es absolut richtig ist. Erstens locken wir riesige Investoren an, Milliarden von Dollar. Wir als Land Russland, gestern, heute und auch morgen, schaffen es nicht, solche Investoren anzulocken. Ich meine unsere russischen. Das Interessanteste ist, dass die Position von Viktor Tschernomyrdin, der diese Katastrophe unterstützt hat, auch heute dieselbe ist. Und die von Jawlinski ebenfalls. Er verlor gegen uns den Prozess wegen diesem Material. Auch heute hat sich seine Position nicht geändert, trotz den Äußerungen von Wladimir Putin. Wir bekommen jetzt gar nichts, obwohl Erdöl seit einigen Jahren gefördert wird. Und wenn sich die Umkosten erhöhen, werden wir noch weitere 10 Jahre nichts bekommen. Wir hören Putin, sein Auftritt schien ruhig, gewöhnlich und alltäglich zu sein. Der Maßstab der Sache, von der er spricht, ist nicht herauszuhören. Der Preis war sehr hoch. Die westliche Welt, außer Deutschland und Frankreich, hat über ihm ein Scherbengericht veranstaltet. Für das zurückeroberte Erdöl, die ganze angelsächsische Welt, alle 7 Schwestern waren gegen ihn, weil Britannien die strategische Linie hatte, seine Erdölsicherheit auf Kosten von Russland zu bekommen. In den 90er Jahren haben sie sehr aktiv daran gearbeitet.
Warum nenne ich Putin Anführer der nationalen Revolution? Weil er sich mit dem System angelegt hat. Er hat sich persönlich mit dem in Russland von Ausländern geschaffenen System angelegt. Gegen das Regierungssystem, das wirtschaftliche System, das System der Verwaltung und der Sicherheit. Gegen alles, und zwar persönlich. Er hat einen Umbruch in der Entwicklung von Russland geschafft. Das heißt, Russland begab sich aus einem kolonialen Zustand heraus Richtung Souveränität. Und was kommt weiter? Es wird einen Kampf geben. Also der eigentliche Kampf steht noch bevor. Natürlich. Unter anderem auch ums Erdöl? Ja, natürlich. Sie haben das gut erkannt. Uns wurde befohlen, nichts zu wissen, beziehungsweise man hat nichts davon erzählt. Kleine Reportagen spielten keine Rolle. Selbst wenn das von jemandem gehört wurde, wird es sofort vergessen. Es gibt keine ernsthafte Auseinandersetzung mit dieser Frage. Ich habe mich extra ungefähr 1,5 bis 2 Monate vor den Wahlen in Amerika mit Obama getroffen. Seine Position in Bezug auf Russland war ganz einfach. Die vorherige US-Regierung von Bush hat Russland unterschätzt. Obama sagte, Bush ist ein Fehler bei der Einschätzung Russlands unterlaufen. Er hat Putin, Russland und sein Potenzial unterschätzt, seinen Willen unabhängig zu werden. Also Obama an die Macht kam, ist die amerikanische Finanzierung von russischen Medien ums Vielfache gestiegen. Jewgeni, das ist ein sehr spannendes Thema. Wofür bekommt man eigentlich Dollar in Russland? Unter anderem auch einige Kollegen von uns. Informationskriege sind vor allem gegen diejenigen gerichtet, die unser Land retten. Das Ergebnis unserer journalistischen Recherche mit Argumenten und Beweisen sehen Sie in der zweiten Folge des Films Der unbekannte Putin. P-U-T-I-N. 5 Buchstaben halten die Welt in Atem. Putin. Putin-Versteher. Davon war ja die Rede. Im Grunde genommen sollte es Grundlage jeder Außenpolitik sein, den jeweils anderen zu verstehen. Es macht doch nachdenken, dass eben mittlerweile es ein Vorwurf ist, dass man einen anderen versteht. Doch, doch. Ich versuche Leute schon immer erst zu verstehen, bevor ich mich entscheide, sie schlecht zu finden. Und wenn jetzt die halbe Welt morgen über dich sagen würde, das ist ein Mörder, das ist ein Schwerverbrecher, dann würde ich auch da sagen, oh, das weiß ich gar nicht, da muss ich erstmal nachprüfen, ob das überhaupt stimmt. Also habe ich mich aufgemacht, nachzuprüfen, ob ich diesen Putin so ein bisschen verstehen kann und bin dabei zunächst mal in seiner Vergangenheit gelandet. Eben weil ich denke, dass es nie falsch sein kann, erstmal zu schauen, was ist denn das überhaupt für ein Mensch? Petersburg. Hier ist Wladimir Putin in den 50er und 60er Jahren groß geworden. Seine beiden älteren Brüder hat er nie gesehen. Sie sind lange vor seiner Geburt im Kindesalter gestorben. Ich war die meiste Zeit im Hof. Mit den anderen Jungs. Die waren alle so wie ich. Bei uns lebten die Leute aus Arbeiterfamilien. Wir hatten in der Kommunalwohnung ein Zimmer von 24 bis 25 Quadratmetern, in dem ich mit meinen Eltern wohnte. Putins Vater wird als Soldat schwer verletzt. Die Eltern überleben und machen in den Jahren danach das Trauma vornehmlich mit sich selbst ab. Ich kann nicht behaupten, dass wir eine sehr emotionale Familie waren. Dass wir alle gegenseitig irgendwas erzählten, uns austauschten. Jeder lebte irgendwie in sich selbst. Der Vater war ein echter Proletarier. Er hatte aber immer etwas an Wladimir auszusetzen. Er hatte irgendwie Angst davor, zu gutmütig zu wirken. Seine Mutter war allerdings die Güte in Person. Es ging ihr immer darum, Konflikte zu vermeiden. In der Sporthalle trifft sich Putins Judo-Verein. Hier hat er als Jugendlicher trainiert. Sich zu behaupten, sich durchzusetzen, hat den eher schmächtigen Wladimir Putin schon von Kindesbeinen an beschäftigt. Warum kam ich zum Sport? Am Anfang waren wir alle gleich. Als wir älter wurden, so mit 13, 14, da hat sich das verändert.
Einige wurden größer und stärker. Charaktereigenschaften allein reichten nicht mehr aus, um natürlicher Anführer zu bleiben. Und da brauchte ich Instrumente, um meine Stellung im Rudel aufrechtzuerhalten. Der Sport spielt in dieser Beziehung eine wichtige Rolle. Es kommt darauf an, sich selbst mobilisieren zu können, sich völlig auf das Erreichen eines bestimmten Ziels konzentrieren zu können. Der Arbeitersohn Wladimir träumt früh vom Auslandsgeheimdienst, will für Volk und Vaterland ins Ausland reisen. Dafür studiert er Jura. Ich wusste, dass die Dienste bzw. die Menschen, die in der Aufklärung oder in der Abwehr arbeiten, selbstlos dienten, wie man bei uns zu sagen pflegte. Sie waren bereit, alles zu riskieren, um die hohen Ideale zu erreichen, selbst um den Preis ihres Lebens. Dies war in erster Linie mein Beweggrund. An dieser Stelle könnte man natürlich sagen, oh, der selbstlose Putin, mir kommen gleich die Tränen. Aber ich muss es jetzt natürlich erstmal so hinnehmen, was er sagt, denn sonst müsste ich ja hinnehmen, was ein anderer über ihn sagt und ob das dann zutreffender wäre. Während Putin für 5 Jahre im fernen Dresden als Spion stationiert wird, verändert sich in Moskau die politische Landschaft. Der Anfang vom Ende des Sowjetreiches. Der Umbruch in Russland, die Perestroika, war für viele ein Desaster. Staatliche Strukturen funktionieren nicht mehr. Viele Menschen können kaum überleben. Das war der Grund, warum auch Putin gleich nach seiner Rückkehr aus der DDR einen anderen Job suchte. Jeder sah, dass die Sowjetunion kurz vor dem Zusammenbruch stand. Es gab auch keine Gewissheit mehr, dass die Sicherheitskräfte wie bisher weiter existieren würden. Und natürlich dachte ich darüber nach, wie es nun weitergehen sollte. Ich musste ja auch 2 Kinder ernähren. Ich dachte, gut, ich habe ja auch noch eine zivile Ausbildung. Ich habe Jura studiert. Putin lässt sich vom Geheimdienst freistellen, arbeitet an der Universität. Dann bekommt er von seinem einstigen Juraprofessor Anatoli Sobchak ein Angebot. Ich wusste, dass Putin eine Stelle suchte und ich schlug ihm vor, gemeinsam in der Präsidialverwaltung zu suchen. Putin wird bald Chef des FSB, des Geheimdienstes. Es sind die letzten Jahre der Ära Jelzin. So, und jetzt schauen wir noch kurz, wie zur Zeit Jelzins, was ja noch gar nicht so lange her ist, so eine Regierungsversammlung in etwa ablief. Regiert wird auf Zuruf und nach Alkoholpegel. Sie sitzen falsch. Stepaschin ist erster Stellvertreter. Richtig stellen. Sergei Vadimovich, Platz tauschen. Jetzt passt's. Tja, meine Ernennung zum Premierminister war im Grunde ziemlich kurios. Jelzin hatte mich eingeladen und sagte, Sie werden ernannt. Ich fragte nur, warum? Was sein muss, muss sein, sagte Jelzin. Später, als ich 3 Monate im Amt war, begriff ich, unter welchen Druck ich da geriet. Guten Tag. Ich setze mich nicht, weil ich nicht lange in diesem Sessel bleibe. Heute Morgen sprach ich mit dem Präsidenten. Er unterzeichnete meine Entlassungspapiere, dankte mir für meine Arbeit und feuerte mich. Ich denke also, dass man nicht falsch liegt, wenn man bis hierher erstmal sagt, dass die russische Regierung zur Zeit Jelzins ein richtiger Saftladen war. Übrigens ließ dieser damalige russische Präsident, also Jelzin, 1993 das eigene Parlament, also quasi das russische Weiße Haus, bombardieren. Und warum hat er das gemacht? Er hat das gemacht, weil das Parlament gesagt hat, nein, Herr Präsident, deine sogenannten Reformen, die bringen dem Volk ja überhaupt nichts. Du privatisierst ja alles und seitdem werden die Reichen immer reicher und das Volk wird immer ärmer. Nee, wir, das legitime Parlament, setzen dich jetzt ab, Jelzin, und da kommt dann ein anderer ans Ruder. Das wiederum hat dem Jelzin nicht gefallen, der hat dann seine Panzer rausgeholt und ließ auf das Parlament schießen. Und bei diesem Beschuss sind dann 187 Menschen gestorben und 437 Menschen verletzt worden. Ja, aber was hat denn dann damals der Westen gemacht? War der dann total schockiert und hat gesagt, also da müssen jetzt Sanktionen her, das geht ja natürlich nicht.
Nee, das hat er erstaunlicherweise nicht gemacht. Also, man hat dann schon gesagt, es geht eigentlich nicht, dass man das Parlament beschießt. Aber in diesem Fall sei das zumindest irgendwie okay, weil auf diese Weise größeres Chaos verhindert worden sei und man die Sorge äußerte, dass der Kommunismus wieder ausbricht. Ja, und was wäre denn gewesen, wenn es wieder eher in eine kommunistische Richtung gegangen wäre? Genau, man hätte dann auf Boris Jelzin verzichten müssen, der die ganzen vormals staatlichen Fabriken quasi zu einem Schleuderpreis vertickert hat und mit der Aussicht auf günstige Ausbeutung russischer Bodenschätze wäre es dann auch erstmal wieder vorbei gewesen. Und in so einer Situation, da kann man die Worte Demokratie und Menschenrechte natürlich auch mal etwas variabel interpretieren. Übrigens hat Jelzin dann noch den Deutschen Medienpreis verliehen bekommen und den bekommt man nur für, ich zitiere, besondere Verdienste. Und eigentlich fragt man sich, wieso es nicht gleich der Friedensnobelpreis wurde, aber das wäre dann vermutlich doch zu dick aufgetragen gewesen. Wobei man diesen Preis ja mittlerweile schon im Voraus bekommt. Da kann man hinterher wenigstens sagen, man hat's ja nicht gewusst. Ja, und an dieser Stelle kommt meine erste Kritik an Putin, denn dessen erste Amtshandlung war es, diesem Jelzin einen quasi Persilschein ausstellen zu lassen, damit man ihn nicht mehr für die vielen Toten zur Verantwortung ziehen kann. Und warum Putin das gemacht hat, kann ich nicht sagen, vielleicht aus falsch verstandener Loyalität, keine Ahnung, er soll ja da so drauf sein. Notwendig, um selbst Präsident zu werden, war es, glaube ich nicht, denn dafür haben ja die Oligarchen gesorgt. Und genau zu diesen Oligarchen möchte ich jetzt mal kurz kommen, damit man mal einen Eindruck gewinnt, wie das da so abgegangen ist, zu dieser Zeit, bevor Putin ins Amt gekommen ist. Im Heimatland der ersten sozialistischen Revolution waren alle gleich. So lautete jedenfalls das Credo. Doch als diese historische Epoche zu Ende ging, wurde eine Handvoll Auserwählter reich. Sagenhaft reich. Wie sind diese Leute Milliardäre geworden? Haben sie rund um die Uhr gearbeitet? Eine Frage würde ich diesen Oligarchen gern stellen. Was haben sie sich dabei gedacht, den Staat um 25 Milliarden Rubel zu betrügen? Es waren dann natürlich sehr viel mehr als 25 Milliarden Rubel, aber wir können mal zwei dieser damaligen Oligarchen selbst fragen, was sie sich dabei gedacht haben. Und fangen wir mal mit Boris Beresowski an. Ich habe es nie bestritten. Ich habe nie vorgegeben, aus selbstlosen Motiven zu handeln. Okay, ich sehe schon, so sehr viel hat er sich wohl nicht dabei gedacht, die Bevölkerung auszurauben. Aber fragen wir doch noch einen weiteren Oligarchen von damals. Fragen wir Michail Tschernoi. Das ist Michail Tschernoi, einer der berühmtesten russischen Oligarchen. Zeitweise kontrollierte er 80% der russischen Aluminiumindustrie. Seit 1994 lebt er in Israel. Von hier aus führt er seine Geschäfte. Es war ein goldenes Zeitalter. Wer rechtzeitig reagierte, hatte einen Goldesel. Wir gehörten dazu. Oh je, ich sehe schon, auch dieser Oligarch hatte, außer an sich selbst, nicht an besonders viel gedacht. Und so gab es einige Oligarchen, genannt werden immer so 6 bis 7, und das waren diese hier. Valehtelit enemmän kuin itse Bobrikov. Anjet Molotov, Anjet Molotov. Valehtelit enemmän kuin itse Bobrikov. Finlandia, Finlandia. Siellä olisi iivan alla dobra sapuska. Mut Suomi viepi viljan karjan kaikki pois. Jotteruski iivan alla leivän pala ois. Die Oligarchen hatten sich die Industrie einverleibt. Jetzt wendeten sie sich dem Finanzsektor zu. Genau, und jetzt mal extrem verkürzt könnte man es folgendermaßen zusammenfassen. Diese Leute machten zunächst mit illegalen Geschäften relativ viel Geld. Und mit diesem Geld kauften sie dann staatliche Fabriken zu sehr geringen Preisen. Denn Jelzin wollte damals alles möglichst schnell privatisiert haben. Das wurde ihm so geraten. Eben, weil die Regierung kein Geld für Investitionen aufbringen wollte oder konnte. Und da hat Jelzin dann eben gesagt, okay, das machen wir jetzt so, lasst uns alle staatlichen Fabriken verkaufen. Und so also kamen diese Oligarchen schon mal an die wichtigsten Fabriken und Unternehmen. Also zum Beispiel die Aluminiumindustrie, Öl, Gas, Kohleförderung und so weiter. Dann fingen einige der Oligarchen an, eigene Banken zu eröffnen und bekamen es hin, dass der Staat auch noch die staatlichen Einnahmen über diese
Banken abwickelte. Und mit diesem staatlichen Geld wurde dann noch mehr illegales Business gemacht. Und als der Staat dann total pleite war, sagten die Oligarchen, hey, das ist okay, ist überhaupt kein Problem, wir leihen dir was, aber dafür bekommen wir dann auch Einfluss in der Politik. In Russland ist die profitabelste Investition eine Investition in die Politik. Boris Berezovsky wurde Sibneft anvertraut, die drittgrößte russische Ölgesellschaft, für lächerliche 100 Millionen Dollar. Dafür bekam er die Besitzrechte an einem Unternehmen, das heute auf 15 bis 20 Milliarden Dollar geschätzt wird. Wie konnten die Oligarchen ihre Macht erobern, vergrößern und behalten? Sie brauchten Einfluss. Und den verschafften ihnen die Medien. Also versuchen wir es auch hier möglichst kurz zu halten. Man könnte natürlich sehr viel mehr darüber sagen, aber wir versuchen es kurz zu halten und fassen zusammen, dass clevererweise auch gleich die Medien aufgekauft wurden. Und wer die Medien kontrolliert, besitzt natürlich eine ungemein große Macht, die Bevölkerung zu beeinflussen. Und besonders gut war diese Macht zu erkennen, als Boris Jelzin vor seiner Wiederwahl laut einer damaligen Umfrage von nur 4% der Bevölkerung noch gewollt wurde. Dann aber haben die Oligarchen gesagt, du Jelzin, wir machen da eine schöne Wahlkampagne für dich. Also so richtig volles Programm, wochenlang durchgehend. Und das wird dann dafür sorgen, dass die Bevölkerung dich wählt. Und du gibst uns dafür natürlich dann noch mehr politische Macht. Ja, und das hat ja dann erstaunlicherweise auch tatsächlich funktioniert. Und nach wochenlanger Dauerpräsenz in den Medien und einem durchgehend lächelnden und rumtanzenden Präsidenten, war das Volk dann überzeugt, dass es eine weitere Amtszeit mit ihm wünscht. Und falls jetzt jemand denkt, Mann, diese Russen, die sind aber auch wirklich bekloppt, sich von so einer Werbeshow überzeugen zu lassen, dann möchte ich kurz auf die USA verweisen. Die machen das nämlich auch nicht sehr anders. So, und bevor wir jetzt gleich zu Putin kommen, sehen wir uns noch kurz an, wie heruntergekommen das Land war, nachdem sich die Oligarchen bedient hatten. Während die neuen Milliardäre die Reichtümer des Landes an sich rissen, wuchs unter den einfachen Leuten Bitterkeit und Wut. Es stimmt, dass in Russland heute viel Kriminalität herrscht. Es gibt dafür eine Reihe von Gründen. Vor allem die Umverteilung des Besitzes. Ein Vorgang, der in Russland beispiellos ist. 1991 waren fast 100% aller Vermögenswerte Staatseigentum. Heute gehören 75% nicht mehr dem Staat, sondern sind in Privatbesitz. Genau, zum Beispiel in seinem Privatbesitz, da war er ja erstaunlich ehrlich. Aber jetzt kommen wir dazu, wie Putin überhaupt ins Amt gekommen war. Da war nämlich auch dieser Herr hier verantwortlich. Und das wird ihm später noch sehr leid getan haben, dass er sich da so für eingesetzt hat, ne? Also, die Situation kurz bevor Putin ins Amt gekommen war, war folgendermaßen. Jelzins Macht wuchs, doch sein Gesundheitszustand verschlechterte sich. Zu viel Alkohol, wie es hieß. Auf seinem Weg zu noch mehr Einfluss gelang Berezovsky ein großer Schritt nach vorne, als er stellvertretender Leiter der präsidialen Leibwache des Kreml wurde. Außerdem verschaffte es Berezovsky eine hervorragende Ausgangsposition, um Jelzins Nachfolge vorzubereiten. Er unterstützte die Ernennung eines jungen Premierministers, Wladimir Putin, eines ehemaligen KGB-Offiziers, der bisher gänzlich unbekannt war. Ich war einer von denen, die Putin zugeredet haben, für das Amt zu kandidieren. Das stimmt. Putin strebte nicht nach der Macht. Es war nicht leicht für ihn, diese Entscheidung zu treffen. Er hat sich erst entschlossen, nachdem Präsident Jelzin ihn gebeten hatte. Da hatten sich nun einige dieser Oligarchen zusammengetan, um Putins Wahlkampagne zu finanzieren. Und natürlich haben sie das nicht aus Patriotismus Russland gegenüber gemacht, sondern weil sie dachten, dieser Putin ist so unscheinbar und blass, so ein kleines Ex-KGB-Bürschchen, der nicht viel drauf hat, den muss man ja sogar noch überreden, Präsident zu werden. Also der perfekte Mann für uns. Mit dem wird es ganz sicher keinen Stress geben, ihn für unsere Interessen einzusetzen. Mit dem wird es wahrscheinlich noch sehr viel leichter als mit diesem ständig betrunkenen Jelzin. Würde der neue Premierminister nur eine Marionette der Oligarchen sein? Würde sich die Geschichte wiederholen? Es hatte den Anschein. Putin lud die Oligarchen in den Kreml ein, wie Jelzin vor ihm. Doch dieses Mal bekamen sie vor laufenden Kameras zu hören, dass von nun an ein anderer Wind wehen würde. Вообще должен сказать, что
иногда у нас очень трудно понять, где заканчивается бизнес, а где начинается государство. И где заканчивается государство, а начинается бизнес. Als Putin Präsident wurde und ich ihn wegen einer Reihe von Entscheidungen, die er getroffen hatte, angriff, betrachtete er das als persönlichen Verrat. Er berief sich darauf, dass ich selbst ihn gebeten hätte, für die Präsidentschaft zu kandidieren. Ich konnte nur sagen, dass ich das nicht getan hatte, weil er so schöne Augen hat, sondern weil ich dachte, dass wir die gleichen Ideen teilen würden. Tja, so hatten sich das die Oligarchen, die Putin ja ins Amt gepusht hatten, natürlich nicht vorgestellt. Da kommt also dieser unscheinbare Putin, der ja nur ausgewählt wurde, um im Sinne der Oligarchen Gesetze abzunicken und sagt, ist ja nett, dass ihr mich unterstützt habt, ich wollte ja eigentlich gar kein Präsident werden, aber jetzt, wo ich schon mal bin, läuft alles ganz anders. Da sind diesen Oligarchen die goldenen Löffel wahrscheinlich erstmal aus der Hand gefallen. Ja, und das zum Beispiel, das gefällt mir an diesem Putin, denn das muss man erstmal bringen, wenn man umgeben ist von superreichen Oligarchen, von denen bekannt ist, dass in deren Umfeld gerne mal jemand stirbt, der ihnen im Weg ist. Aber Putin hatte noch eine weitere Message für sie und die lautete folgendermaßen. Als sie versuchten, Putin Vorschriften zu machen nach dem Motto, wir haben dich an die Macht gebracht, da sagte er, Leute, vergesst, was gestern war. Was ihr habt, könnt ihr behalten. Arbeitet und zahlt eure Steuern. Jetzt beginnt ein neues Zeitalter. Das heißt also, Putin war bereit, diesen Oligarchen ihr Geld zu lassen, wenn sie ab jetzt Steuern bezahlten und wenn sie ihn politisch nicht für ihre Belange zu instrumentalisieren versuchten und vor allem, wenn sie es unterließen, in ihren Medien negativ über ihn zu schreiben. Kann man das schon Zensur nennen? Ich würde sagen, ja und nein. Nein, deshalb, weil Putin wusste, dass die Oligarchen versuchen werden, ihn mithilfe negativer Medienberichte so schnell wie möglich wieder abzuservieren. Und da gab es ja und gibt es immer noch, also auch heute, verschiedene Methoden, zum Beispiel diese hier. Die Medien wurden dazu benutzt, den Ruf des politischen Gegners zu zerstören. Dafür brauchte man neuartige Waffen. In diesem Kalender sind verschiedene Politiker in allen möglichen kompromittierenden Positionen abgebildet. Solche Bilder existieren natürlich auch von westlichen Politikern und die sind auch relativ leicht zu machen. Also nimm einen Politiker nach irgendeinem Fest zum Beispiel, dann ist er schon mal ein bisschen in Partylaune. Dann setze eine Frau auf ihn an. Die kann auch gerne unter 18 sein, man darf es ihr nur nicht ansehen, aber man kann es ihm dann später vorwerfen und lasse ihn auf ein Hotelzimmer abschleppen, das zuvor mit einer Kamera ausgestattet wurde. Und schon existieren solche Bilder, die man dann natürlich bei Bedarf hervorholen kann, etwa wenn ein Politiker nicht so entscheiden will, wie es gerne von wem auch immer gewünscht wird, so als kleine Erpressung quasi, oder wenn einer gleich ganz abserviert werden soll, dann veröffentlicht man sie eben gleich. Und wenn man solche Bilder nicht hat, dann könnte man etwas erfinden. Man könnte zum Beispiel schreiben, Putin lebt in Palästen und schläft nur in massiv goldenen Betten. Man muss es ja nicht gleich beweisen, es reicht ja erstmal, wenn es da steht. Sieht einfach gut aus und macht schon mal ein bisschen Stimmung. Unter anderem wohl deshalb hat Putin gesagt, wer medial gegen mich schießt, der fliegt. Von einer anderen Seite aus betrachtet war es aber schon Zensur, denn der Oligarch Kusinski berichtete zum Beispiel über Putins Politik im Tschetschenienkrieg. Dieser Krieg war ja damals und Putins Vorgehensweise kann man definitiv kritisieren, weil dieser Krieg einfach fürchterlich grausam gewesen sein muss. Vielleicht aber hat Putin nach dieser Kritik auch gedacht, ach, jetzt entdeckt ihr plötzlich euer Gewissen wieder? Was war denn beim Tschetschenienkrieg, als dieser General Lebed Waffenstillstandsverhandlungen mit Tschetschenien euer Waffengeschäft störte? Da ist dann ganz plötzlich dieser General Lebed mit einem Hubschrauber verunfallt und schon waren die Waffenstillstandsverhandlungen vorbei und euer Waffengeschäft konnte weitergehen. General Lebed, der 2002 bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben kam, warf Beresowski vor, eigene geschäftliche Belange mit Regierungsangelegenheiten zu vermischen. Lebeds Waffenstillstandsverhandlungen in Tschetschenien störten das Geschäft. Er versuchte mir Angst einzujagen. Er schrie, was haben Sie da gemacht? Sie haben ein gutes Geschäft ruiniert. Natürlich wird dort geschossen und gemordet. Das war schon immer so. Aber es war ein blühendes Geschäft.
Ja, und dieser Beresowski, für den der Krieg in Tschetschenien ein, ich wiederhole es noch einmal, blühendes Geschäft war, wurde von Putin nicht nur aufgefordert zu gehen, sondern zuvor noch aufgefordert, seine Anteile am Ölkonzern, von der Fluggesellschaft sowie vom größten Fernsehsender Russlands an den Staat zurückzugeben. Und das hat Beresowski natürlich gar nicht gefallen. Ob Beresowski wollte oder nicht, er musste seine Anteile abtreten. Putin hat allen unabhängigen Menschen den Krieg erklärt, egal wem, Politiker, Journalisten oder Geschäftsleute. Das Vorgehen ist klar. Erst rückt man den Politikern zu Leibe, dann den Journalisten, dann den Medien. Oh, wie süß. Also dieser Beresowski, der mit Auftragsmorden, Geldwäsche und jeder Menge illegalen Deals in Verbindung gebracht wurde, durfte sich nun also im Westen über den bösen Putin ausheulen. Tja. Und wie reagierte der böse Putin darauf? Beresowski, это кто? Это он же все время говорил, что он бывший секретарь Совета Безопасности, потом бывший кто-то еще. Сейчас он бывший кто? Я Борис. Und jetzt kommen wir noch kurz zu einem ganz besonderen Oligarchen. Der ist sogar so besonders, dass sich unser deutscher Ex-Außenminister Hans-Dietrich Genscher persönlich für ihn eingesetzt hat. Und nicht nur das, er hat ihn sogar persönlich vom Flughafen in Berlin abgeholt. Aber warum? Ist Khodorkovsky eine Art Neu-Gandhi in Russland? Oder hat er sonst irgendwie der Menschheit gedient? Nee, gar nicht. Er saß sogar 10 Jahre im Knast wegen Steuerhinterziehung und Betrug. Und sogar der ein oder andere Mord wird ihm nachgesagt. Aber okay, kurz der Reihe nach. Khodorkovsky war der reichste Oligarch in Russland. Und dass er sein Reichtum nicht durch Kirschenernten erlangt haben kann, kann man sich denken. Putin wusste natürlich damals von Khodorkovskys illegalen Geschäften, aber Putins Regeln galten auch für ihn. Und diese Regeln lauteten: Bezahlt eure Steuern, schadet Russland nicht mit euren Geschäften und unterlasst intrigante Aktionen gegen mich. Und hatte sich Khodorkovsky daran gehalten? Seine Steuern, die hat er zum Teil zurückbezahlt, aber er wollte Anteile an dem russischen Ölkonzern Yukos an US-Konzerne verkaufen. Und er hat mehrere Parteien mit Geld unterstützt, natürlich mit dem Ziel, dass diese gegen Putin gewinnen. Und dieser Khodorkovsky saß nun damals in einer Sitzung bei Putin und warf diesem vor laufender Kamera Korruption in dessen Regierungsreihen vor. Und das war natürlich nicht besonders clever. Putin sagte dann sinngemäß, beziehungsweise etwas freier übersetzt, in etwa: Sagen Sie mal, soll das ein besonderer Witz sein? Ausgerechnet Sie wollen mir etwas über Korruption erzählen? Durch Leute wie Sie wurde die Bevölkerung doch erst so arm, wie sie es ist? Und das war natürlich ein gutes Argument. Nach dieser Aktion wurde dann Khodorkovsky nahegelegt, das Land zu verlassen. Das hat er nicht gemacht und dann wurde er festgenommen, angeklagt, verurteilt und kam ins Gefängnis. War diese Festnahme, war die politisch motiviert? Ja, klar war sie das. Hätte Khodorkovsky seinen Mund gehalten und seine Steuern bezahlt und hätte er nicht Anteile der damals zweitgrößten russischen Ölfirma ins Ausland verkaufen wollen? Und hätte er nicht vor seiner Verhaftung mehrfach verlauten lassen, dass er nicht nur ganze Parlamente, sondern auch Wahlergebnisse kaufen könne, wäre vermutlich gar nichts passiert. Denn andere Oligarchen sitzen heute noch im Parlament. Das muss man ja auch mal sagen. Kam Khodorkovsky aber ungerechtfertigt in den Knast? Gegenfrage: Ist Uli Hoeneß ungerechtfertigt im Knast? Wie viel waren das bei Uli Hoeneß? Also ich glaube so 28 Millionen Euro Steuerhinterziehung, ne? Khodorkovsky aber wurde angeklagt, durch Unterschlagung und Steuerhinterziehung dem russischen Staat einen Gesamtschaden von 1 Milliarde verursacht zu haben. Übrigens hat der Europäische Gerichtshof in seinem Urteil von 2011 zwar gesagt, dass die Umstände der Festnahme und Unterbringung nicht korrekt gewesen seien, verneinte aber den Missbrauch des Strafverfahrens zu politischen Zwecken. Und das wiederum bedeutet, dass der Europäische Gerichtshof die Schuld von Khodorkovsky als ebenso erwiesen angesehen hat wie Putin. Nach Khodorkovskys Festnahme ging eine Welle des Mitgefühls durch die westliche Welt. Man fand es einfach so ungerecht vom bösen Putin, dass dieser den reichsten Oligarchen Russlands wegen so ein bisschen Betrug und Steuerhinterziehung in Milliardenhöhe in den Knast bringen ließ.
Putin sagte dazu, also ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Ihr habt doch euren Madoff zu 150 Jahren Knast verurteilt. Dagegen sind noch die paar Jahre für Khodorkovsky noch absolut human. Ja, da muss ich sagen, wo er recht hat, hat er recht. Dann aber passierte etwas sehr Merkwürdiges. Denn laut Wikipedia und einem Spiegelartikel setzten sich Angela Merkel, Guido Westerwelle und Hans-Dietrich Genscher in Geheimverhandlungen intensiv für Khodorkovskys Freilassung ein. Demnach ist Genscher zweimal zu Geheimverhandlungen nach Moskau zu Putin geflogen und auch der deutsche Botschafter in Russland wurde involviert. Ja, und nachdem Putin in einer Begnadigung zugestimmt hatte, organisierte Genscher, dass Khodorkovsky mit einem Privatjet aus Russland ausgeflogen wurde und wie schon gesagt, holte er ihn dann am Berliner Flughafen ab. Aber nochmal, warum? Weshalb macht quasi die oberste politische Riege so einen Aufriss für einen gemäß Europäischen Gerichtshof bestätigten Betrüger, Geldwäscher und Steuerhinterzieher? Hängt das vielleicht irgendwie mit Khodorkovskys jüdischer Herkunft zusammen, sodass man aufgrund deutscher Geschichte irgendwie glaubte, helfen zu müssen? Nee, das glaube ich nicht, denn ein Großteil der anderen Oligarchen war auch jüdischer Herkunft. So steht es zumindest bei Wikipedia. Und von denen lebten auch viele im Exil und die hat Genscher nicht nach Deutschland geholt. Könnte der Grund vielleicht sein, dass Khodorkovsky bereit war, Anteile russischer Firmen an den Westen zu verkaufen, während der Putin sagte, nö, das gibt's jetzt nicht mehr? Oder könnte ein weiterer Grund der sein, dass Khodorkovsky sich nun von außen für einen Politwechsel in Russland engagieren will? Fragen über Fragen, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich es als merkwürdig empfinde, wenn ein verurteilter Betrüger wie Khodorkovsky bei uns im Westen als ein vom bösen Putin als unrecht politisch Gefangener promoted wird. Und natürlich erhebt sich dann die Frage, ob Frau Merkel, Hans-Dietrich Genscher und Westerwelle in Russland keinen rettungswürdigeren Gefangenen auftreiben konnten als Khodorkovsky. Im Jahr 2004 war das Regime total autoritär. Alles lief so, wie er es wollte. Ein Chef und die Wettervorhersage. Ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass Putin das damals so gehandhabt hat. Ich meine, wenn du bei der Mafia aufräumen willst, da gehst du da auch nicht mit einem Kirchengesangsbuch hin. Und die Oligarchen damals agierten ja wie die Mafia. Also sie nahmen sich, was sie wollten und ständig ist jemand verunfallt, der ihnen im Weg stand. Okay, aber warum ist der Westen, explizit die USA, so anti-Putin eingestellt? Machen die sich etwa Sorgen um die politischen Gefangenen, die es in Russland geben wird? Eher nicht, denn die USA hatte noch nie Probleme, Geschäfte mit Ländern zu machen, in deren Gefängnissen sich politische Häftlinge befinden. Zumal die USA ja eigene politische Gefangene hat und die sitzen da seit vielen Jahren ohne jegliches Gerichtsurteil. Was also ist der tatsächliche Grund, dass die USA Putin so abgrundtief böse finden will, während die USA nicht das geringste Problem damit hat, mit Saudi-Arabien oder China Geschäfte zu machen? Ich denke, dass das Projekt Sache Sachalin 2 die Antipathie gegen Putin gefördert haben wird. Sachalin 2 ist ein Investitionsprojekt und dazu kurz Folgendes. Wenn ein Land pleite ist und Russland war ja 1994 komplett pleite, wenn aber dieses Land günstigerweise Bodenschätze hat, dann kommen ausländische Investoren und bieten ihre Hilfe an, diese Bodenschätze zu fördern. Was ja zunächst mal nett ist. Und so war das auch 1994 bei Jelzin der Fall. Da kamen dann unter anderem japanische, britische und amerikanische Investoren und sagten zu Jelzin, hey, lass uns einen Deal machen, wir investieren in Pipelines und bis unsere Investitionen ausbezahlt sind, gehört uns euer Öl und Gas. Jelzin sagte dann vermutlich, hey, das ist eine gute Idee und überhaupt, wo bleibt mein nächster Wodka? Ja, und circa 2005 hat dann Putin diese Investitionsfirmen gefragt, wie sieht's jetzt aus? Eure Investitionen dürften ja nun abbezahlt sein. Wann kann Russland also damit rechnen, selbst vom eigenen Öl und Gas zu profitieren? Da haben die Investorenfirmen gesagt, oh, das ist jetzt ganz schlecht, denn leider haben sich die Kosten nun verdoppelt und das heißt, dass ihr weitere Jahre rein gar nichts von eurem Öl und Gas haben werdet. Da war der Putin sauer und hat gesagt, okay, dann dürft ihr jetzt gar nicht weitermachen, wegen Umweltschutz und so.
Ja, und aufgrund dieses erzwungenen Stillstands kam es dann zu neuen Verhandlungen. Und mittlerweile profitiert Russland vom eigenen Öl und Gas. Die Amis aber waren traurig, dass sie keinen Jelzin mehr hatten. Und Putin war ihn spätestens von diesem Moment an ziemlich suspekt. Denn sie sagten sich, das ist doch jetzt jahrelang so gut gelaufen, da muss wieder eine Art Jelzin her. Und vielleicht dachten sie auch an Khodorkovsky, der ja schon zu seinen Russlandzeiten Anteile russischer Ölfirmen an die USA vertickern wollte. Und vielleicht sagten sie dann zu Frau Merkel, du Angie, mach doch mal was, versuch doch mal, ob ihr diesen Khodorkovsky frei bekommt. Der wird nach 10 Jahren Knast so sauer auf Putin sein, der wird da garantiert was starten. Wir können ja auch nicht immer alles selber machen, ne? Wir tun ja auch, was wir können. Ich meine, die Mädels von Femen und Pussy Riot, die werden ja schließlich von uns bezahlt und promoted. War ja auch eine tolle Idee, die zu engagieren. Ich meine, bei uns wären die natürlich in Knast gekommen, wenn die sich in einem unserer Museen so eine Pornoshow geliefert hätten. Aber gegen Russland konnten wir das gut verwenden. Das war echt eine coole Promoaktion. Die halbe Welt hatte Mitleid mit denen. Ist immer wieder schön zu sehen, wie freudig unsere Aktionen vom Volk aufgenommen werden. Unsere Jungs vom NIT, die sind aber auch gut. Ich meine, die lassen sich auch wirklich immer was Neues einfallen. Ach, und was uns an diesem Putin auch ärgert, ist, dass er unser Monsanto nicht in seinem Land haben will. Das wäre so ein toller Markt dort. Das Blöde ist nur, uns fällt da keine Kampagne zu ein, die überzeugen würde, wie böse das von Putin ist. Denn die Europäer wollen unser Monsanto ja selber nicht haben. Zum Glück aber haben wir unseren Außenposten Angela Merkel und nicht Putin. Sonst wäre Europa, Monsanto-technisch, gegessen für uns. Aber immerhin bleibt uns noch die Putin-ist-homophob-Kampagne. Die kann man so richtig schön ausbauen. Wir sagen einfach nicht, dass unser Geschäftspartner, Saudi-Arabien, gelegentlich Homosexuelle aufhängt und dass uns das beim Geschäftemachen rein gar nicht stört. Und wir sagen natürlich auch nicht, dass Putin immer wieder betont, dass Homosexualität in Russland natürlich erlaubt ist, dass Russland nur den Kurs vertritt, dass Sexualität Privatsache sei und er keine solche Werbung auf Russlands Straßen wünscht. Protest radikal gegen die soeben beschlossene Homo-Ehe. Ich sag's ja immer, diese Russen, bestimmt hat der Putin diese Demo gestartet. Oh, das war ja gar nicht in Russland, das war ja in Frankreich, also mitten in Europa. Was sich da gestern Nacht in Paris entlud, passt nicht zum Bild von Frankreich als libertinärer Nation, als Wiege der Aufklärung. Ja, und dann sagt er auch noch, Kinder müssten sowas nicht sehen. Tja, das ist schon ein reaktionärer Fascho, dieser Putin. It is, it's not right on the teleprompter. I don't know what that is, I've never seen that. Yeah, I can't read it. There's no words on it. There's no words there to play us out. What does that mean? To play us out. What is? I don't know what that means. To play us out. What does that mean? To end the show? Yeah. All right, go, go. That's tomorrow, and that is it. We'll do it live. We'll do it live. Fuck it. Do it live. I'll write it, and we'll do it live. Fucking thing sucks. Aber ja, es ist richtig, in Russland dürfen Homosexuelle keine solche Werbung für sich machen und heiraten dürfen sie auch nicht und das könnte man natürlich gegen Putin vorbringen. Aber dann müsste man das Gleiche ebenso bei den meisten Ländern dieser Erde anbringen, denn nicht mal in Deutschland dürfen Homosexuelle heiraten. Aktuell sind es gemäß Wikipedia übrigens nur 14 Länder auf diesem Planeten, wo das erlaubt ist. Wieso also verlangt man etwas von Russland, was es bei den meisten Ländern dieser Erde gar nicht gibt? Und noch zum Christopher Street Day folgendes. Ich habe oder hatte ja schon in meinem vorletzten Witz gesagt, dass ich es für mich gar nicht als erwähnenswert empfinde, das quasi Akzeptieren von Schwulen irgendwie besonders hervorzuheben, weil ich
ohnehin nie im Traum auf die Idee käme, anderen vorzuschreiben, wen sie lieben sollen. Also, na klar ist das legitim, ist doch überhaupt keine Frage. Und dennoch gibt's eine Frage, und zwar die, ob man erzwingen darf, dass andere Länder wollen sollen, dass sich mitten am Tag in irgendeiner Innenstadt Leute anziehen, als kämen sie gerade aus dem SM. Club. Wobei auch da ganz klar gilt, nichts gegen den SM-Club, ne? Aber es muss ja nicht in der Öffentlichkeit in der Innenstadt sein. Aber was soll damit eigentlich erreicht werden? Denn es soll ja eine Demo sein, die mehr Akzeptanz für Homosexuelle als Ziel hat. Aber glaubt jemand ernsthaft, dass sich ein Schwulenhasser, die es ja zweifelsfrei gibt, nach Ansehen dieser Bilder denkt? Na jetzt, wo ich sehe, wie sich ein schwuler Sklave auf dem Boden kriechend durch die Innenstadt bewegt, jetzt finde ich Homosexuelle auch gut. Also, ich finde das für das Ziel, was erreicht werden soll, eher kontraproduktiv. Manche sagen auch, sie finden das extrem aufdringlich. Aber ginge es nach mir, kann jeder machen, was er will, solange er andere damit nicht stresst. Nur dann auf Demos rumzurennen und zu sagen, der böse Putin ist so ein reaktionärer Fascho, nur weil er das nicht will, das ist natürlich extrem intolerant. Wenn man die Arbeit einer Regierung beurteilen will, sollte man immer fragen, was diese für das Land erreicht hat. So könnte man zum Beispiel auch mal fragen, was Frau Merkel eigentlich für Deutschland getan hat. Aber jetzt fragen wir einfach mal, was hat Putin eigentlich für sein Land erreicht? Als Putin gewählt worden war, waren viele Fabriken geschlossen. Die wurden einfach dicht gemacht, weil sich die neuen Eigentümer nicht mehr für sie interessierten, weil ihnen der Gewinn zu niedrig war. Waren die Fabriken aber dicht, gab es natürlich keine Arbeitsplätze. Und gab es keine Arbeitsplätze mehr, hungerten die Menschen und Steuern konnten dann natürlich ohnehin nicht bezahlt werden. Also wäre auch das Land weiterhin pleite geblieben. Putin ist dann in diese Fabriken, und zwar in eine nach der anderen, und hat das dann auf seine Weise geregelt. Seither ist Wirtschaft Chefsache, auch die eine oder andere Pleite. Wie bei der Firma Proletarski, die Schiffsschrauben herstellt und sich jetzt nicht mehr über Wasser halten kann. Belegschaft und Manager warten auf Wladimir Putin und auf Hilfe. Er hatte auch der Zementfabrik in der Nachbarschaft geholfen, deren Besitzer die Firma von einem auf den anderen Tag dicht machten, weil ihnen der Profit nicht hoch genug war. Dann kam Putin. Als ich sagte, ich komme hierher, sind sie herumgesprungen wie die Kakerlaken. Mit ihrem Ehrgeiz, ihrer Inkompetenz und ihrem puren Geiz haben sie diese Menschen als Geiseln genommen. Es geht um tausende Leben. Das ist absolut inakzeptabel. Auch wenn sich die Eigentümer nicht einigen können, wird diese Fabrik wieder geöffnet. So oder so. Wir werden das ohne sie machen. Haben alle die Vereinbarung unterschrieben? Deripaska, haben Sie unterschrieben? Ich kann Ihre Unterschrift nicht sehen. Kommen Sie her. Unterschreiben Sie. Hier ist die Vereinbarung. Geben Sie mir meinen Stift zurück. Ich kann autoritäres Gehabe eigentlich nicht ab, aber es gibt Situationen, wo es genau das braucht. Eben, weil der Adressat es gar nicht anders versteht oder weil sie einen sonst gar nicht ernst nehmen würden. Und in diesem Fall sage ich, korrekt gelaufen, hast du gut gemacht, Putin, Fabriken sind seitdem wieder geöffnet. Und dass das nicht nur Showtime für die Kameras war, das sieht man an den Zahlen. Das heißt aber wiederum nicht, dass in Russland nun alle übersatt seien. Russland ist ein riesiges Land, da gibt's definitiv noch viel zu verbessern. Aber es heißt, dass es schon beachtenswert ist, was dieser Mensch in 14 Jahren hinbekommen hat. Und ob man Putin nun sympathisch findet oder nicht, so könnte man zumindest diesen Sachverhalt, noch rein objektiv betrachtet, anerkennen. Weshalb könnte also Putin zusätzlich ein Ärgernis für die Weltmacht USA sein? Nach dem Zusammenfall der Sowjetunion lag auch der bedeutendste Feind am Boden und so konnte die USA zu dem werden, als was sie sich heute empfindet. Die größte Weltmacht dieses Planeten und der Alleinherrscher dieser Welt. Musik.
umfassende amerikanische Führung ist die einzige Konstante in einer unsicheren Welt. Es ist Amerika, das die Fähigkeit und den Willen besitzt, die Welt gegen den Terrorismus zu mobilisieren. Es ist Amerika, das die Welt gegen die russische Aggression angeführt hat. Und es ist Amerika, unsere Wissenschaftler, unsere Doktoren, unser Know-how, die helfen können, Ebola einzugrenzen, zu heilen und den Ausbruch zu verhindern. Es ist Amerika, das geholfen hat, Syriens chemische Waffen zu vernichten, so, dass sie keine Bedrohung mehr für die Welt darstellen. Und es ist Amerika, das Muslimen rund um die Welt hilft, nicht nur gegen Terrorismus vorzugehen, sondern auch im Kampf für Toleranz und eine hoffnungsvolle Zukunft. Wir Amerikaner heißen unsere Führungsrolle willkommen. Von Europa bis Asien, von entfernten Orten in Afrika bis zu den Hauptstädten im Mittleren Osten. We stand for freedom. For justice. Das sind Werte, die unsere Nation von Anfang an geführt haben. Und das sage ich als Chief Commander, der nicht stolzer auf unsere Frauen und Männer in Uniform sein könnte. Und das Letzte, was der vermeintliche Chief Commander dieser Erde brauchen kann, ist ein wieder stark werdendes Russland. Und völlig inakzeptabel wird es für die USA, wenn Russland die eigenen Bodenschätze nicht mehr in Dollar, sondern in einer anderen Währung handeln will. Und weshalb ist das so? Das ist deshalb so, weil die USA schon längst faktisch bankrott sind. Und das Einzige, was sie rettet, ist der Zwang, den sie der Welt auferlegt haben, alle Rohstoffe, also Öl, Gas, Weizen etc. in Dollar handeln zu müssen. Aber auch da sagt der Putin jetzt, nee, das will ich nicht mehr. Tja, und das ist ziemlich gefährlich, denn die anderen, die das auch gesagt haben, nämlich Gaddafi oder dieser Saddam Hussein, und ich glaube der von Venezuela, der Chavez auch, also jeder, der nicht mehr in Dollar handeln wollte, ist jetzt tot. Natürlich wäre theoretisch auch Europa eine Gefahr für die Allmachtsfantasien der USA, aber Europa erledigt sich netterweise selbst, wenn auch, zugegeben, mit Hilfe der Unterstützung der USA. Und das sagt die USA auch ganz offen, so wie zum Beispiel hier. It is true, they did not want to do that. But again, it was America's leadership and the President of the United States insisting Europe to stand up. And take economic hits to impose cost. Da erzählt also der Vizekanzler der USA, Joe Biden, auf einer Pressekonferenz in den USA überstolz, dass die Europäer eigentlich gar keine Sanktionen gegen Russland einsetzen wollten, eben weil sie ja wussten, dass es ihrer eigenen Wirtschaft massiv schadet, dass aber die US-Regierung darauf bestanden hätte, genau das zu tun. Und das ist doch interessant, dass die USA ganz Europa Dinge aufzwingen kann, zu tun, die es gar nicht tun will. Aber weshalb könnte die USA denn Interesse daran haben, dass Europa Russland Sanktionen auferlegt? Ein Grund ist natürlich, dass auf diese Weise verhindert wird, dass sich Europa und Russland zu gut verstehen. Denn würden sie sich zu gut verstehen, wäre das definitiv eine übergroße Gefahr für die Allmachtsfantasien der USA. Und auf diese Weise kann man gleich beide schwächen, Europa und Russland. Ja, und üblicherweise sagt man das natürlich nicht so offen wie der US-Vizepräsident Joe Biden, sondern verpackt es schön und deklariert es als Notwendigkeit im Dienste der Menschenrechte. So wie es zum Beispiel die stellvertretende US-Außenministerin versucht hat. Die stellvertretende US-Außenministerin, gucken Sie sich das an. Die Amerikaner als Brötchengeber der ukrainischen Revolution. Ach, ist das nicht süß? Da fliegt die stellvertretende US-Außenministerin Victoria Nuland extra in die Ukraine, um den Europäern ihre Sympathie zu bekunden und Brötchen zu verteilen. Was für ein schönes Bild. Ich war richtig gerührt. Bis dann herauskam, dass sie uns eigentlich so gar nicht mag. Fuck the EU. Fuck the EU. Fuck the EU. Und auch der US-Botschafter aus der Ukraine, der sich ja mit Mrs. Nuland unterhielt, mag die Europäer auch nicht besonders, denn er sagte zu Nulands Fuck the EU folgendes. Oh, exactly. Oh, exactly. Oh, exactly.
Ja, und was glaubst du wohl, wer von den USA verantwortlich gemacht wurde, dass dieses Zitat Europa verärgerte? Du ahnst es bereits. Russland natürlich. So, und gegen Ende dieses Witz sehen wir uns noch kurz ein paar der Gründe an, die gegen Russland bzw. Putin hervorgebracht werden, die man aber auch ganz anders sehen könnte. Da wäre zum einen der Vorwurf der sogenannten völkerrechtswidrigen Annexion der Krim. Und schon diese Bezeichnung ist fragwürdig, denn per Definition ist eine Annexion natürlich, wenn ein Land in ein anderes militärisch einfällt, dann ziemlich viel Blatt macht und dann sagt, so, dieses Land gehört jetzt uns. Fand das aber in Bezug auf die Krim statt? Nein, die Bevölkerung sprach sich in einem Referendum in einer weit überwiegenden Mehrheit dafür aus, zu Russland zu gehören zu wollen. Und die Russen haben diesen Quasi-Antrag, wenn man so will, angenommen und gesagt, okay, wenn ihr das so wollt, dann soll das eben so sein. Natürlich war das jetzt die naive Form der Betrachtung, denn aller Wahrscheinlichkeit nach wird Putin dazu beigetragen haben, dass es überhaupt erst zu diesem Referendum kam. Denn da gibt's ja dann gewisse Stellen, die man da beeinflussen kann. Wie das konkret abgelaufen ist, weiß ich nicht, ist auch relativ unerheblich und auch überhaupt nicht russlandspezifisch. Denn das machen viele Länder so, wenn sie eigene Interessen verteidigen wollen. Allen voran natürlich die USA, die haben das richtig kultiviert. Wenn denen was nicht gefällt, dann gehen die einfach ins jeweilige Land und sorgen dafür, dass die Dinge so entschieden werden, wie sie es sich wünschen. Aber was war das eigentliche Ziel? Ging es Putin um die mehrheitlich russische Bevölkerung auf der Krim? Ja, das kann man natürlich nicht ausschließen, dass es ihm auch um die mehrheitlich russische Bevölkerung auf der Krim ging. Aber primär wird es ihm um was ganz anderes gegangen sein, nämlich um den russischen Militärhafen in Sewastopol. Dieser den Russen sehr wichtige Militärhafen in Sewastopol soll natürlich auf gar keinen Fall irgendwann unter NATO-Kontrolle fallen und diese Gefahr wäre ja durchaus gegeben. Dort befindet sich für die Russen sehr wichtiges militärisches Equipment und außerdem braucht Russland diesen Stützpunkt, um Pipelines zu überwachen. Ja, und bevor jetzt jemand einwendet, ja, aber was machen denn die Russen auch in der Ukraine? Das gehört denen doch gar nicht. Die sollen da mal verschwinden. Denen sei gesagt, dass Russland einen Pachtvertrag mit der Ukraine hat und jährlich 97 Millionen Dollar dafür bezahlt, sowie zusätzlich das Gas 30% billiger abgibt. Das heißt also, dass die Ukrainer in der Region nicht besonders traurig darüber sein dürften, dass die Russen als größter Arbeitgeber vor Ort sind. Und man könnte es auch noch anders sehen. Man könnte zum Beispiel sagen, wir, also in Deutschland, bezahlen die Amerikaner, dass sie bei uns stationiert sind, während die Russen die Ukrainer bezahlen, dass sie dort stationiert sein dürfen. Und da mag sich nun jeder selber überlegen, was er nun besser findet. Und ich behaupte jetzt mal, dass diese Referendum-Idee, auch wenn sie juristisch gesehen natürlich schon in den Anfängen sehr fragwürdig durchgeführt wurde, eine für uns alle ziemlich intelligente Lösung darstellt, denn wäre es ein US-Stützpunkt gewesen, der da irgendwas verteidigen will, dann wären die da schon lange ganz anders rein. Wie auch immer, per Definition einiger Juristen soll das aber gar keine Annexion gewesen sein, sondern eine sogenannte Sezession, also quasi ein Beitritt. Und das würde eine völkerrechtswidrige Annexion ausschließen. Das Ganze war verfassungstechnisch gesehen aber dennoch nicht einwandfrei. Nur, wenn man so argumentiert, dann müsste man das auf ganzer Linie machen. Der Hinweis auf die ukrainische Verfassung, der von Ihnen immer kommt, auch von Ihnen, Frau Bundeskanzlerin, ist nicht besonders glaubwürdig. Denn Sie sagen, die ukrainische Verfassung verbietet eine eigene Volksabstimmung auf der Krim ohne Zustimmung der Zentralregierung. Dann sagen Sie wieder, aber dass da drin steht, dass der Präsident nur mit 75% abgewählt werden darf, der Stimmen im Parlament, die er nicht bekommen hat, das interessiert Sie nicht. Also entweder die Verfassung gilt oder sie gilt nicht. Aber das Ganze hatte ja einen langen Vorlauf. Und zwar wurde an Russland folgendes Versprechen gegeben. Im Gegenzug zur deutschen Einheit verspricht der Westen, die NATO nicht weiter nach Osten vorrücken zu lassen. In Washington macht der damalige Außenminister weitreichende Zusagen. Wir waren uns einig, dass nicht die Absicht besteht, das NATO-Verteidigungsgebiet auszudehnen nach Osten. Russland hatte also damals der Wiedervereinigung zugestimmt und als quasi Dankeschön gab es das Versprechen, die NATO nicht im Osten auszuweiten.
Aber hat man sich denn an dieses Versprechen gehalten? Sehen wir uns das mal kurz an. Beispiel Erweiterung. Seit dem Ende der Sowjetunion dehnt sich die NATO immer weiter nach Osten aus. 12 ehemalige Ostblockstaaten haben sich mittlerweile dem westlichen Bündnis angeschlossen. Und jetzt sind sogar 5 weitere Länder im Gespräch über eine NATO-Mitgliedschaft. Schweden, Finnland, Montenegro, Mazedonien und Georgien. Damit würde die NATO noch näher an Russlands Grenzen rücken. Oje, ich sehe schon, das Versprechen wurde demnach also nicht eingehalten, was ja schon moralisch gesehen sehr fragwürdig ist. Ich meine, Russland schenkte damals den Deutschen quasi die Wiedervereinigung und als Dankeschön gibt's eine Lüge. Und je näher die NATO an Russland rückt, desto mehr muss sich Russland zwangsläufig bedroht fühlen. Denn wie groß kann Russlands Verteidigungsmöglichkeit eigentlich noch sein, wenn deren Langstreckenraketen, und das jetzt nur mal als Beispiel, gleich vor der Haustür von der NATO abgefangen werden können. Und deshalb konnte Putin auf die wirklich sehr infantile Frage des folgenden Reporters auch nur mit einem Lachen antworten. Das Argument der NATO ist, für den Raketenschild errichtet sich nicht gegen Sie, sondern errichtet sich gegen den Iran. Sie haben mich zum Lachen gebracht. Gott segne Sie. Zum Ende eines Arbeitstages tut es gut. Ich fahre jetzt gut gelaunt heim. Okay, und was wird Russland bzw. Putin noch zum Vorwurf gemacht? Genau, der Absturz der MH17. Und da soll Putin himself, so zumindest hat es der Spiegel suggeriert, für den Absturz verantwortlich sein. Und jetzt ließ der BND verlauten, dass er Beweise hätte. Er will sie aber nicht zeigen, zumindest nicht uns, dem gemeinen Volk. Und tja, was soll man davon halten? Für den Westen ist aber völlig klar, Putin muss gestoppt werden. Putin soll sich ein Beispiel nehmen an unseren westlichen Werten. Es hat ja so einen Abschuss von einem Passagierflugzeug schon mal gegeben. Hier, Tagesschau von 1988. Die Vereinigten Staaten haben heute versehentlich einen iranischen Airbus vom Typ A-300 über der Meerenge von Hormuz abgeschossen. Ja. Knapp 300 tote Zivilisten, ähnlich wie bei MH17. Der Präsident George Bush Senior hat hinterher gesagt, das war ein Zwischenfall, in Kriegszeiten sowas kommt vor. Bis heute gab es keine Entschuldigung. Und können Sie sich an die ganzen Sanktionen danach gegen die USA erinnern? Diese schlimmen Wirtschaftssanktionen? Nee, ich auch nicht. Der Unterschied ist aber, damals war klar, dass es die USA war, während es bei Putin heute nur behauptet wird. Wobei hin und wieder bemüht man sich ja schon, sowas wie eine Beweisführung anzubringen, wie hier zum Beispiel. Das hier ist der Beweis. Dieses Bild, können Sie was erkennen? Sehr überzeugend, oder? Man sieht diese Flugbahnen der Raketen. Ich glaube, das dunkle Recht sind, glaube ich, irakische Massenvernichtungswaffen. Kann das sein? Ja, und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, wie das präsentiert wurde. Mr. President, I'm proud to say, we got the proof. Oh, I'm sorry, I made a mistake. Diese Flugzeugkatastrophe in der Ukraine, die wird von allen Seiten instrumentalisiert. Ich weiß auch nicht mehr, welchen Bildern ich noch trauen kann. Ja, das ist schwierig, ne? Man denke nur an dieses Bild und vor allem die Headline, die daraus gemacht wurde. Das sind diese prorussischen Rebellen nur für Menschen. Hier verhöhnen sie sogar die abgestürzten Kinder. Mit diesem Bild sollte natürlich auch Stimmung gegen Russland gemacht werden. Dabei war der Sachverhalt ein ganz anderer. Denn dieser sogenannte herzlose Rebell hat sich sogar ziemlich rührend verhalten. Aber das hat man natürlich nicht gezeigt. Kommt also auf die Bildauswahl drauf an und je nachdem, was man beweisen möchte, wählt man das eine aus und lässt ein anderes eben weg. Und schon ist das, was als Message transportiert werden soll, eine ganz andere. Ja, das war gar nicht so einfach, den als herzlosen Leichenflatterer darzustellen. In echt hat er nämlich die ganze Zeit völlig betroffen und traurig geguckt. Hier nimmt er sich die Mütze ab, bekreuzigt sich, schüttelt den Kopf. Also eigentlich ist er ganz nett, aber sagen Sie es bloß nicht weiter. Ja, aber dann können Journalisten doch so ein Bild nicht veröffentlichen. Das muss man doch vorher prüfen. Ja, aber prüfen kostet Zeit. Nee, die kriegen einfach Bild und Text komplett von uns, so zack, zack, schnell, schnell, win-win. Dass er Qualitätspropaganda liefert, zeigte er schon während der Proteste auf dem Maidan. Mit seiner Bildauswahl für die westlichen Medien. Ja, also wir sollten Bilder liefern von friedliebenden, pro-westlichen Demonstranten und brutalen Polizisten. Naja, das war doch auch so, oder? Meinen Sie? Dann haben wir ja gute Arbeit geleistet.
Gucken sich die Bilder mal an. Da sind ja die Demonstranten total brutal. Ich meine, solche Bilder muss man doch auch zeigen, oder? Naja, für brutale Demonstranten hat der westliche Auftraggeber nicht bezahlt. Also worum geht es eigentlich bei der Ukraine tatsächlich? Doch welche Rolle spielt die Ukraine in den Planspielen des Westens? Schon in den 90er Jahren definierte dieser Mann, wie der Westen mit Russland und der Ukraine umzugehen habe, Zbigniew Brzezinski. Ehemaliger Berater von Jimmy Carter und später von Ronald Reagan. Die graue Eminenz der US-Sicherheitspolitik. 1997 schreibt er: Die Ukraine, ein neuer und wichtiger Raum auf dem eurasischen Schachbrett, ist ein geopolitischer Dreh- und Angelpunkt. Was also aktuell mit der Ukraine passiert, das ist schon lange geplant. Das hat genau dieser Herr, Brzezinski, bereits in den 90er Jahren in seinem Buch Das große Schachbrett beschrieben. Hinter diesem Konflikt steckte die langfristige Strategie der USA in dem postsowjetischen Raum, also westlich und südlich von Russland, freien Zugang zu den Rohstoffen zu haben und Einfluss zu gewinnen und diesen Einfluss Russland zu verwehren. Niemand bezweifelt den großen Wert der Beziehungen Europas und der Vereinigten Staaten. Nur bin ich einfach der Meinung, dass Europa sicher und langfristig den Ruf eines mächtigen und real selbstständigen Mittelpunkts der Weltpolitik festigen wird, wenn sie ihre eigenen Möglichkeiten mit den russischen menschlichen, territorialen und Naturressourcen, mit dem Wirtschafts-, Kultur- und Verteidigungspotenzial Russlands vereinigen werden. Die ersten Schritte in diese Richtung haben wir gemeinsam schon getan. Jetzt ist an der Zeit daran zu denken, was zu tun ist, damit das einheitliche und sichere Europa zum Vorboten einer einheitlichen und sicheren Welt wird. Ja, hier war er doch eigentlich richtig sympathisch, dieser Putin. Und auch, was er gesagt hat, das fand ich okay. Und dass er sich bemüht hat, es in Deutsch zu sagen, das ist doch nett. Das sagt ja auch schon was. Wie auch immer. Jetzt, wo ich mich im Zusammenhang mit diesem Witz so ein bisschen mit diesem Putin beschäftigt habe, kann ich sagen, dass ich seine Handlungsweise schon verstehe. Man könnte also somit sagen, dass ich zu einem sogenannten Putin-Versteher geworden bin. Wobei das natürlich nur oberflächlich betrachtet zutreffen kann, denn es wäre ganz einfach komplett vermessen, zu sagen, dass man jemanden versteht, dessen Lebensstory man nur oberflächlich betrachtet kennen kann. Aber das Gleiche könnte ich natürlich bei allen anderen Politikern ebenso sagen. Ja, und es mag jetzt völlig übertrieben erscheinen, aber auf mich wirkt dieser Putin eher wie ein Macher. Also wie jemand, der ein Standing hat, der für etwas steht, der was riskiert und zwar nicht nur für sich selbst. Und sowas mag ich. Aber ich will nicht ausschließen, dass es auch ganz anders sein könnte. Denn letztendlich kann ich meine Beobachtungen nur darauf basierend machen, was mir an Infos zugänglich ist. Was ich aber rein subjektiv sagen würde, ist, dass dieser Mensch uns sehr viel wohlgesonnener ist als diese Leute hier, die Europa dazu zwingen, Sanktionen einzuleiten, die eindeutig negativ für uns sind und die für die EU nicht mehr übrig haben als ein Fuck you. Die uns zudem noch dazu nötigen, deren Atombomben nicht nur in Deutschland zu stationieren, sondern uns auch noch an den Kosten zu beteiligen, um sie dann gegebenenfalls von deutschem Boden aus abgeschossen gegen das jeweils von der USA als Feindstaat deklarierten Landes einzusetzen. Denn über eines bin ich mir ganz sicher, die Antwort, die dann in Form von Bomben kommen würde, die träfe dann nicht die USA, die würde dann natürlich Deutschland treffen. Und manchmal liegt das Offensichtliche so nah vor den Augen, dass man es gar nicht sieht. Und Herr Lafontaine fasst das ganz gut zusammen. Jeder Interventionskrieg der USA wurde mit einer Lüge begründet. Die meisten wissen noch beim Irak, das ist noch bekannt. Aber das war vorher auch immer schon so, dass irgendwelche Lügen am Anfang standen und dann wurde die Öffentlichkeit aufgehetzt. Die Medien haben mitgespielt und dann musste man auf einmal Krieg führen. Wer hat denn den Nahen Osten in Brand gesetzt? Das waren, den Nahen Osten in Brand gesetzt, haben in erster Linie die USA. Ich will die anderen jetzt aus Zeitgründen mal weglassen. So, dann werden Waffen geliefert von Saudi-Arabien, von Katar. Die USA haben die ISIS zuerst mit stark gemacht. Und jetzt sollen wir hingehen und sollen irgendwie da diesen Brand löschen, den die da eigentlich, also
angesteckt haben, über Jahre angesteckt haben, mit der schwachsinnigsten Außenpolitik, die man überhaupt vorstellen kann. Das ist ungeheuer, was da passiert. Und wir sollen dann dafür gerade stehen. Das Entscheidende wäre, dass die UNO gestärkt wird. Und dazu müsste eben die UNO in der Lage sein, das Völkerrecht mal durchzusetzen. Aber da gibt es diesen Hegemon, die USA, die angeblich eine solche führende Nation unserer Wertegemeinschaft sind. Die erkennen da überhaupt kein Recht an. Der ganze Frieden beginnt damit, dass die USA einmal lernen, Recht, Völkerrecht anzuerkennen. Wenn sie das lernen würden, dann wäre der erste Schritt zum Weltfrieden wäre getan. Also ich finde, das hat er gut gesagt. Ich hätte es definitiv nicht besser sagen können. So, und zum Abschluss gibt's aber auch noch ein bisschen was, was Hoffnung macht. Kriegstreiber, und die sind schon ausgemacht. Nämlich die Medien, zum Beispiel der Spiegel oder die Zeit. Demonstranten in Hamburg, der 3. Oktober für sie ein Tag der Empörung über die vermeintliche Kriegspropaganda deutscher Medien. Das, was sozusagen den Grundtenor der Berichterstattung ausmacht, der ist für mich eindeutig parteiisch tendenziell und eben, also erfüllt dann für mich eben den Vorwurf Propaganda. Viele sprechen schon von gleichgeschalteten Leitmedien und ich finde, dieses Wort trifft es relativ gut. Die sind einfach total indifferenziert, tendenziell antirussisch und pro-westlich. Der Sterntitel Der neue Kalte Krieg, die Berichterstattung der Zeit, aus ihrer Sicht Belege für eine kollektive antirussische Haltung, aus der angeblich kein deutsches Leitmedium ausschert. Stoppt Putin jetzt, der Spiegeltitel ihr Stein des Anstoßes. Genauso wie der russische Präsident als der Halbstarke. Wer stoppt den Spiegel? Und das sind wir heute hier. Es gibt im Internet ein Magazin mit rotem Konterfei, das sich den Anschein gibt, ein linkes Magazin zu sein. Tausende fallen drauf rein und lieben diesen Shit und glauben an den Scheiß, der auf der Page geschrieben steht. Vergesst diese Bildzeitung für Abiturienten. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer verbreitet die meisten Lügen im Land? Spieglein, Spieglein, das bist du und 100.000 hören dir zu. Die Skepsis gegenüber Medien ist groß. Der Effekt einer gewissen Gleichartigkeit der Darstellung, der ist zweifellos gegeben. Entschuldigung, ich übersetze das mal kurz. Mit Gleichartigkeit der Darstellung meint er natürlich nichts anderes als mit einer Gleichschaltung der Medien. Und dieser Effekt wird nun gleichsam von unten, von Seiten des Publikums, das zu einer neuen Macht geworden ist, skandalisiert. Von Seiten des Publikums, das zu einer neuen Macht geworden ist. Das Publikum ist also zu einer neuen Macht geworden und das ist doch eine gute Nachricht. Denn offensichtlich sind schon viele aufmerksamer geworden. Wo sonst sollten die vielen Protestmails und Briefe herkommen? Eine wahre Empörungswelle überschwemmt die Redaktionen seit Monaten, auch die der Zeit. Besonders stark trifft die Protestwelle die ARD. Das ist nur ein Auszug der Post, die jeden Tag die Chefredaktion von Tagesschau und Tagesthemen erreicht. Ja, da freue ich mich definitiv darüber, weil die Medien dadurch sehr viel vorsichtiger werden müssen, Sachverhalte einfach mal ebenso zu behaupten. Und wenn sie es doch tun, dann müssen sie damit rechnen, dass es irgendjemand auffällt. Der Korrespondent berichtete irrtümlich, bei einer Demonstration seien zwei Menschen von russischen Separatisten erschossen worden. Nun ist klar, sie starben durch Kugeln eines ukrainischen Freiwilligenbataillons. Wir bedauern unseren Fehler und möchten uns bei Ihnen dafür entschuldigen. Das ist kein Problem. Wir werden weiterhin aufpassen, dass uns solche Fehler nicht mehr unterlaufen. Und wenn doch, dann schreiben wir ihn wieder. Und dass die Medien jetzt generell zurückhaltender berichten, eben weil wir von unten quasi aufpassen, was die da oben, also demnach die von oben quasi schreiben, das verdient ein Dankeschön. Und zwar an all jene, die auf die Straße gehen oder die die Zeitungen anschreiben oder mal wieder irgendwelche uralte Videos entdecken, die man als neue Beweise verkaufen will. Wir bedauern unseren Fehler und möchten uns bei Ihnen dafür entschuldigen. Einen Applaus für uns. Ja, und da freuen wir uns doch darüber. Es wird auch Zeit. Wird es Zeit? Ja, es wird Zeit. So, let's go. Get up, stand up. Stand
stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight.